Hallo und willkommen zum Schnellkurs Word. Ich heiße Timo Gute, ich arbeite in der HNU-Bibliothek und ich zeige Ihnen heute, wie Word Ihr Freund sein kann und nicht ein Programm, was nach 20 oder 30 Seiten bei langen Dokumenten sich angeblich seltsam verhält und Ihnen nur noch Mühe macht. Word kann sehr, 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 sehr nützlich sein, aber wenn man es halt richtig benutzt. Nach dem Tutorial hier werden Sie wissen, wie Sie Word richtig benutzen können. Sie können sich auch noch ein Beispieldokument runterladen, wo alles, was ich hier drin sage, nachher schon vorformatiert ist. Aber bevor Sie das sich runterladen und direkt starten, gibt es ein paar Dinge, die man in Word können muss und die würde ich Ihnen heute zeigen. Ich splitte das auf in zwei verschiedene Teile. Einmal, was muss ich machen, bevor ich anfange zu schreiben und was muss ich erst machen oder was brauche ich erst machen, wenn ich relativ am Ende bin. Und der erste Teil, was wir unbedingt brauchen in Word, ist das unser Umgang mit Formatvorlagen. Formatvorlagen sind die Sachen, die hier stehen. Und bei mir sind die hier schon ausgeklappt. Wenn Sie das auch wollen, dann klicken Sie hier auf dieses kleine Symbol drauf. Dann haben Sie die hier, beziehungsweise so frei schwebend. Und dann kann man die rechts hier so hin heften. Formatvorlagen sagen, was für verschiedene Arten von Text es in Ihrem Dokument gibt. Zum Beispiel haben Sie Standardtext und dann haben Sie Überschriften der Ebene 1, der Ebene 2 und vielleicht noch mehr Ebenen. Vielleicht haben Sie mal Fußnoten, vielleicht haben Sie mal eine Abbildungsbeschriftung, all die Sachen. Und Sie müssen mit diesen Formatvorlagen arbeiten, weil Sie sonst unglücklich werden. Zumindest, wenn Ihr Dokument länger werden soll als 2, 3 Seiten. Was passiert normalerweise, wenn man nicht mit Formatvorlagen arbeitet? Naja, dann sagt man sich, okay, hier das da, das soll meine Überschrift werden und die soll irgendwie größer werden und fetter. Ich mache die fett und ich mache die hier größer. Nee. Das ist jetzt immer noch nur Standard hier gerade eben. Ich habe nicht die Überschrift 1 ausgewählt. Also ich klicke mal vorne hin, dann markiere ich die ganze Zeile. Ich lösche das mal. Was muss ich tatsächlich tun? Wenn ich hier was schreibe, oh, Moment, Standard, so. Wenn ich hier was schreibe, Schnellkurs Word, dann sollte ich das markieren, vorne links. Und dann sollte ich die passende Überschrift auswählen. Ich klicke die hier an, Überschrift 1. So, wurde jetzt ausgewählt. Hier oben sieht man das auch. So sieht die Überschrift 1 aktuell aus. Und wenn mir das jetzt nicht gefällt, wie die aktuell aussieht, dann ändere ich jetzt einmal die Formatvorlage ab und dann ist die für immer abgeändert. Das kann ich auf zwei Weisen machen. Ich kann entweder hier sagen, Überschrift 1 ändern. Das wäre auch hier oben gegangen. Rechtsklick ändern. Oder ich kann hier sagen, Überschrift 1 aktualisieren, um der Auswahl zu entsprechen. Und das ist für viele Leute angenehmer, weil sie dann sehen, was sie tun. Also markieren wir wieder alles. Und jetzt sagen wir kurz mal, was wir ändern möchten. Wir haben jetzt hier diese Schriftart Calibri Light. Wollen wir jetzt vielleicht nicht. Wir wollen nur das normale. So, das wäre das normale Calibri. Dann wollen wir es vielleicht in schwarz haben. So soll es aussehen. Und es soll vielleicht noch fett sein. So. Das sei jetzt einfach das, was wir wollten. Wir hätten auch sagen können, Times New Roman oder Arial oder was auch immer. So wollen wir das haben. Und jetzt gehen wir her und sagen bei der Überschrift 1 in diesem Menü, Überschrift 1 aktualisieren, um der Auswahl zu entsprechen. So, jetzt weiß Word, dass die Überschrift 1 so aussehen soll. Und das nächste Mal, wenn wir etwas als Überschrift 1 definieren, also noch eine Überschrift, wieder links anklicken, jetzt wieder Überschrift 1 wählen, dann sieht die genauso aus, wie wir das gerade eben definiert haben, weil wir haben gesagt, wie die Formatvorlage aussehen soll. Jetzt muss man das halt eben für jede Ebene machen, die man verwenden will. Also das wäre jetzt wieder die Überschrift 1. Die Ebene 2 haben wir noch nicht gemacht. Aber wir sind ja noch gar nicht ganz fertig. Ich möchte hier direkt noch was machen, was wir eigentlich immer brauchen, nämlich die Zählung. Genauso wie man nicht von Hand das Fett und größer machen sollte, sollte man hier auch nicht von Hand irgendwie zählen. Das gibt keinen Sinn. Es gibt eine sehr viel schönere Option, wie man das machen kann. Und zwar, indem man wieder die Zeile markiert und dann hier auswählt, dass es eine Liste mit mehreren Ebenen sein soll. Bitte nicht hier diese Nummerierungen wählen, dann meint man, das wäre das Richtige. Aber Nummerierungen kennen keine Ebenen. Also eine Nummerierung geht immer nur eine Ebene tief, während das hier diese Liste mit mehreren Ebenen eben mehrere Ebenen haben kann. Wir sehen zum Beispiel hier schon, da dieses Ding,
Das wollen wir haben. Überschrift 1 bekommt die 1, dann die zweite Ebene bekommt die 1,1, die dritte die 1,1,1 und so weiter. Okay, anklicken. Und Sie sehen, dass jetzt hier automatisch die richtige Zahl vergeben worden ist. Und wenn ich jetzt noch eine Überschrift drunter mache, noch eine Überschrift, schon wieder, und die wieder hier so vorne markiere und dann das auswähle, dann kriegt es die 3. Es zählt auch neu hoch. Also wenn ich jetzt dazwischen noch eine mache, noch eine, und der hier auch die Überschrift 1 zuweise, dann wird sich diese 2 und diese 3 hier gleich ändern. Anklicken, so, die Zählung wird nie wieder falsch sein. Und, was jetzt auch schon passiert ist, wir sehen das da, die Überschrift 1 hat dieses 1, die Überschrift 2 hat das 1,1. Word hat direkt gemerkt, aha, wir fangen eine Liste mit mehreren Ebenen an, dann brauche ich wahrscheinlich bei der Überschrift der zweiten Ebene eine 1,1. Also, jetzt benutzen wir mal die Überschrift der zweiten Ebene. Sagen wir hier an dieser Stelle, da wird jetzt übrigens automatisch wieder Standard gewählt. Ja, das ist nicht mehr dieser fette Text. Anders als wenn ich das einfach nur oben von Hand fett gemacht hätte, dann wäre es mir hier fett geblieben. Wir bauen jetzt hier eine zweite Ebene. Zweite Ebene. Die klicken wir wieder an. Und dann wählen wir die Überschrift der Ebene 2 aus. Ich klicke mal noch nicht drauf. Ich kann hier auch draufklicken und jetzt passen Sie mal auf, was passiert. Ich habe jetzt die dritte Ebene auf einmal erschaffen. Also Word bietet mir immer die nächste Hierarchieebene schon an, wenn ich die davor benutzt habe. Wenn ich jetzt die dritte hier anwähle, dann schlägt er mir die vierte vor. So, jetzt gefällt mir das hier vielleicht wieder nicht, aber dann ändere ich das eben. Ich sage Calibri und in Schwarz und dann möchte ich es auch wieder gern fett haben. So, und Überschrift 2 wird jetzt auch wieder aktualisiert, um der Auswahl zu entsprechen. Okay, jetzt machen wir noch eine Ebene, das ist die dritte. Man kann es auch vorher schon anklicken und dann den Text schreiben, das geht genauso. So, und die wollen wir jetzt, ist es schwarz? Wir sind uns nicht sicher, machen wir mal schwarz. Wir wollen auch wieder hier Calibri, aber wir wollen jetzt das vielleicht nicht mehr in Fett. Wie wir es wollen, kann man auch nachträglich noch ändern. Und dann sagen wir auch wieder Überschrift 3, aktualisieren, um der Auswahl zu entsprechen. Wunderbar, wir haben unseren Standard definiert. Oder wir haben zumindest die drei Überschriften definiert. Wir machen jetzt noch gleich ein bisschen Standard und können jetzt bald losschreiben. Standard muss jetzt noch ein bisschen anders aussehen vielleicht. Sagen wir, unser Dozent gibt uns vor, was wir hier für einen Absatz brauchen. Also wie zum Beispiel die Abstände zwischen den Zeilen sein sollen und wie der Abstand sein soll von einem mit einem Enter erzeugten Absatz. Neuer Absatz. Wir sehen, dass wir hier gerade eben schon einen gewissen Abstand haben zwischen denen hier. Und jetzt wollen wir einstellen, wie diese Abstände sein sollen. Das heißt, wir müssen jetzt hier den Standard noch einstellen. Standard ist das, was wir eigentlich die ganze Zeit verwenden. Und Standard wirkt sich auf viele andere Schriftarten aus. Zum Beispiel sagt die Fußnote, wenn wir die verwenden irgendwann, ich bin wie Standard, nur ein bisschen kleiner. Jetzt salopp gesprochen. Und das heißt für uns, wenn wir beim Standard einstellen, was der ist, dann wird es automatisch an vielen Ecken und Enden anders. Gucken wir uns das gerade mal an. Ich erzeuge jetzt mal kurz eine Fußnote mit einem kleinen Shortcut. Wer sich dafür interessiert ist, das wäre Steuerung, Alt und F. Damit kriegt man immer eine Fußnote her. Alternativ kann man auch hier oben auf Verweise gehen oder auf Referenzen, heißt manchmal auch Referenzen, und kann hier Fußnote einfügen klicken. So, gehen wir zurück zur Fußnote und wir sehen jetzt gerade eben hier, das ist Calibri 10. Also, das ist Calibri 10. Ich habe ja behauptet, die Fußnote ist wie der Text, nur ein bisschen kleiner. Also, hier wäre der Standard momentan Calibri 11. Okay, dann ändern wir den Standard. Diesmal gehe ich in dieses Optionsmenü rein. Ich gehe auf Ändern, weil da drin habe ich ein paar mehr Optionen. Also nicht nur dieses Fett und wie groß und welche Farbe und welche Schriftart, sondern auch noch hier bei Format könnte ich sagen Absatz. Da muss ich eigentlich meistens noch hin. Absatz sagt jetzt zum Beispiel hier, der Zeilenabstand, also der Abstand zwischen diesen drei Zeilen hier zum Beispiel, der ist im Moment 1,08. Sagen wir, das soll 1,5 sein. Und dann wollen wir vielleicht der Abstand nach einem Absatz, der ist im Moment 8 Punkt,
Also von diesem hier bis da. Der soll auch noch ein bisschen größer sein. Und dann könnte man jetzt hier noch einen hängenden Einzug einstellen, wenn irgendwie jede Zeile hängen soll. Also außer der ersten, dann würde hier dieses Pretium reinhängen, aber das Importitor nicht. Machen wir jetzt mal nicht. Das ist beim Literaturverzeichnis zum Beispiel sinnvoll. So, okay. Und jetzt mache ich hier mal noch kurz Times New Roman, was ja eine sehr andere Schriftart ist. Times New Roman, das ist eine Schriftart mit Serifen. Das heißt, sehen wir gleich, hier jetzt haben wir diese Serifen, also dass die Buchstaben nicht einfach nur gerade enden, sondern noch so Blöcke dran haben. Hier dieses N hat unten dran hier noch diesen kleinen Fuß, das ist eine Serife. Und jetzt sehen wir hier unten, also erstmal hier da, das ist alles Times New Roman und 11, steht hier dran. Und da unten Times New Roman und 10. Also die Fußnote, das ist nicht mehr Kalibri, das ist auch Times. Times 10. Und wenn ich den Standard wieder ändere, auf Kalibri jetzt wieder, dann dreht sich das auch wieder mit. Also das ist jetzt wieder sehr wohl Kalibri. Also, wir definieren den Standard und die drei Überschriften, bevor wir überhaupt loslegen, weil jetzt haben wir den Luxus, dass wir alles eigentlich schon in der Formatierung rauskriegen, wie wir es nachher haben möchten. Es gibt keinen Grund, jetzt hier von Hand irgendwie Absätze einzustellen, weil dann ist es hier anders als unten. Es gibt Sinn, mit den Formatvorlagen zu arbeiten. Absolut sogar. Jetzt gibt es noch eine Sache, was ich bei der Überschrift 1 gerne mache. Das stelle ich jetzt bei der Überschrift 1 noch ein. Das ist auch bei den Absätzen. Ändern. Und dann wieder Format Absatz. Da waren wir gerade eben schon drin bei Standard. Jetzt gibt es hier nämlich nicht nur die Sachen, sondern auch noch oben einen zweiten Reiter, Zeilen- und Seitenumbruch. Und da setze ich gern Seitenumbruch oberhalb. Heißt, jedes Mal, wenn die Überschrift 1 benutzt wird, wird eine neue Seite begonnen. Okay, schauen wir uns das mal an. So, und jetzt zoomen wir ein bisschen raus. Und wir sehen jetzt hier, ja, immer da, wo jetzt die Überschrift 1 kommt, gibt es eine neue Seite hin. Automatisch. Das ist super, super praktisch, weil dann jetzt nicht mehr der ganze Text zusammenhängt. Also das Schlimmste, was man ja machen könnte, wäre am Ende von dem Absatz so lange Enter zu drücken, bis man endlich auf einer neuen Seite ist. Nee, brauchen wir nicht mehr. Immer wenn wir automatisch die Überschrift 1 benutzen, sagen wir, wir möchten hier jetzt eine Überschrift machen, dann markieren wir die und sagen Überschrift 1 und zack, hüpft uns das Ding auf die nächste Seite. Wunderbar. Okay, also. Was kann man jetzt mit diesen Überschriften noch machen, außer dass man automatisch immer schon das richtige Format hat? Zwei Dinge. Das erste ist jetzt für Sie vielleicht nicht direkt so beeindruckend, aber ich finde es ein super Feature. Bei Ansicht und Navigationsbereich, wenn ich da den Haken setze, dann bekomme ich meine Gliederung meines Dokuments hier klickbar. Also ich kann mich jetzt so durch mein Dokument navigieren, ohne dass ich in meinem Dokument hier immer so ewig scrollen muss. Also wenn Sie schon mal ein Dokument hatten, das so 30 Seiten hatte und Sie sind immer nur am Scrollen, dann überlegen Sie sich, ob Sie nicht bei Ansicht, Navigationsbereich, sich kurz dieses Ding hier die ganze Zeit holen wollen. Und dann können Sie nämlich immer schön hinhüpfen, wo Sie sind. Und dann merken Sie vielleicht auch, wo Sie aus Versehen noch irgendwo eine zweite Ebene oder so offen haben, wo Sie nie was reingeschrieben haben. Dann sehen Sie nämlich hier, was ist denn das hier, 4.1? Oder habe ich aus Versehen auf Überschrift geklickt? Nee, das mache ich wieder Standard. Zack, ist es weg. Ja? Also, das finde ich klasse. Und jetzt aber das wesentliche Verkaufsargument für diese Überschriften, das automatische Inhaltsverzeichnis. Ich zeige es Ihnen jetzt schon mal, dass es geht. Ich mache jetzt hier kurz Enter. Also jetzt da, neue Seite begonnen. Da ist jetzt schon Standard vorausgewählt. Wunderbar. Ich sage hier kurz Verweise oder Referenzen, je nachdem. Inhaltsverzeichnis einfügen. So. Dieses Ding hier zieht jetzt die Formatvorlagen, die Überschrift 1, 2 und 3 standardmäßig, die ersten drei Ebenen und gibt mir die mit den dazu passenden Seitenzahlen. Es aktualisiert sich auch, wenn ich hier draufklicke und sage aktualisieren. Entweder nur die Seitenzahlen oder das Gesamte, falls Überschriften dazu kamen oder nicht, kann ich draufklicken, kriege ich ein neues Ding. Deswegen arbeite ich mit den Formatvorlagen. Auch mein Abbildungsverzeichnis kann ich automatisch erzeugen. Okay, also,
Ich würde sagen, gehen wir direkt zu den Abbildungen rüber. Hier an der Stelle vielleicht direkt mal. Dann kann ich das Thema Formatvorlagen recht bald abschließen. Sagen wir hätten hier eine Abbildung. Ich habe eine vorbereitet. Das muss ich nur gerade eben schauen. Ja, hier einfügen Bilder. Auf dem Desktop, hier unbenannt. Das wäre jetzt einfach ein Bild. Und dieses Bild, das bekommt jetzt eine Beschriftung. Und das Schlechteste, was Sie jetzt machen könnten, wäre irgendwie drunter einfach was zu schreiben. Word hat hier extra auch eine Formatvorlage, die heißt Beschriftung. Und die bekommt man folgendermaßen, das Bild oder die Tabelle, rechtsklicken und sagen Beschriftung einfügen. Wenn ich das mache, dann fängt Word automatisch schon an, hier vorzuschlagen, wie das aussehen soll. Jetzt bin ich hier ein bisschen arg rausgezoomt, deswegen ist es so arg klein. Ich mache es mal nochmal. Rechtsklick, Beschriftung einfügen. Okay, ist immer noch recht klein. Aber Abbildung 1 steht hier jetzt schon. Jetzt muss ich nur noch sagen, wie die heißt. Abbildung 1, blauer Kasten. So, das wäre jetzt hier die Abbildungsbeschriftung. Und diese Abbildungsbeschriftung kann Word jetzt automatisch auslesen für mein Abbildungsverzeichnis. Sagen wir, ich hätte jetzt einfach noch ein neues Bild. Ich habe jetzt nur eins vorbereitet. Ich füge das gleiche jetzt einfach nochmal ein. Vielleicht auf der anderen Seite. Also jetzt mal hier. Da füge ich es direkt nochmal ein. Rechtsklick, Beschriftung einfügen. Die Zählung geht automatisch hoch. Anderer blauer Kasten. So, dann auf OK. Wenn ich eine Tabelle habe und das gleiche machen möchte, fügen wir mal eine Tabelle ein, also einfügen, Tabelle. So, die ist ja jetzt hier schon befüllt irgendwie. Wo geht es hier? Hier oben bei diesem Kreuz, da drauf rechtsklicken, Beschriftung einfügen. So, und jetzt sind wir hier immer noch bei Abbildungen. Ich hätte die ganze Zeit auch sagen können, nee, nicht Abbildungen, sondern Tabelle. So, Tabelle. Tabellen werden standardmäßig über dem Element beschriftet. Tabelle 1, leere Tabelle. Okay. Warum? Weil Tabellen manchmal relativ lang sind und dann gibt es Sinn, wenn die über mehrere Seiten brechen, dass am Anfang dran steht, was das für eine Tabelle sein soll, nicht erst am Ende. Bilder sind nie länger als eine Seite, dann ist es ein schlechtes Bild, deswegen ist es da üblich, dass es drunter steht. Wenn Ihr Dozent möchte, dass es auch hier drunter steht, wir hätten da ja auch gerade die Auswahl gehabt, drunter statt drüber zu nehmen. Aber jedenfalls benutzen wir die ganze Zeit die Formatvorlage Beschriftung. Wir sehen die hier auch schon, Beschriftung. Und wenn die uns nicht passt, wenn wir sagen, nö, dieses Blau-Grau ist jetzt eigentlich nicht so prickelnd und das Kursiv muss auch nicht sein, dann wieder markieren, nicht mehr Kursiv, in Schwarz und dann hier drüben wieder sagen, beim Dropdown-Menü, Beschriftung aktualisieren, um der Auswahl zu entsprechen. Zack, und da wird es nicht nur hier, sondern überall, wo es sonst vorkommt, auch automatisch so. Und jetzt können wir unser automatisches Abbildungsverzeichnis einfügen. Sagen wir, wir wollen es nach dem Inhaltsverzeichnis, wir wollen das gerne hier, also an der Stelle, ich drücke mal Enter, so, dann hier, da wäre unser Abbildungsverzeichnis. Wie kriegen wir das da rein? Wir gehen wieder auf Verweise oder Referenzen und dann sagen wir hier Abbildungsverzeichnis einfügen. Da drin sage ich jetzt, es soll die Beschriftungskategorie Abbildung gezogen werden. Das heißt, Word liefert das alles aus, was die Formatvorlage Beschriftung hat und was anfängt mit dem Wort Abbildung. Gucken wir uns das mal an. So, da kommen meine beiden Abbildungen. Und jetzt könnte ich ja noch sagen, ich möchte direkt hier drüber noch drunter mein Tabellenverzeichnis. So, auch Überschrift 1. Jetzt ist es gerade noch auf einer neuen Seite, das ändern wir gleich nachher noch. Aber hier möchte ich mein Tabellenverzeichnis, wie geht das? Wir wählen wieder Abbildungsverzeichnis, nicht irritieren lassen. Und bei diesem Abbildungsverzeichnis wählen wir jetzt hier Beschriftungskategorie Tabelle. So, auf OK. Und jetzt kriegen wir alles, was mit Tabelle anfängt. Und es wird auch nachaktualisiert, wenn man hier wieder auf Aktualisieren klickt. Also, deswegen sind die Formatvorlagen klasse, wenn man alles automatisieren kann. Jetzt ist es so,
Wir haben hier ja gerade eben den ersten Fall, dass diese Überschriften nicht genauso aussehen, wie sie sein sollen. Zum Beispiel zählen die hier ja gerade eben oder landen auf der neuen Seite. Das wollen wir hier vielleicht nicht, wenn die beiden Verzeichnisse so kurz sind. Wir können das jetzt hier schon nachträglich ändern. Ich kann hier jetzt mit der Rücktaste das löschen und dann auch den Einzug löschen. Und ich kann das auch hier beim Tabellenverzeichnis noch machen. Ich muss mich nur an eins erinnern. Jedes Mal, wenn ich jetzt die Formatvorlage doch nochmal anpasse, also ich sage, die soll jetzt Times New Roman sein, dann wird über alle Überschriften 1 nochmal drüber gebügelt und dann kann es gut sein, dass mir hier wieder die 1 erscheint. Also ich kann schon nachträglich das jetzt hier ändern, nur wenn ich jetzt nochmal an die ran muss, kann es sein, dass ich es nochmal machen muss. Jetzt kann ich auch hier sagen, Rechtsklick, Absatz und kann hier bei dem einen Fall den Seitenumbruch rausnehmen, so damit hier eben einfach kein Seitenumbruch ist. Und jetzt habe ich ja hier neue Dinge in meinem Inhaltsverzeichnis, also aktualisiere ich das mal. Gesamtes Verzeichnis aktualisieren. So, sehr schön. Jetzt ist es so, der größte Vorteil von Word wäre eigentlich, wenn Sie es im Verbund nutzen mit Citavi oder mit EndNote, dann hätten Sie auch das ganze Zitieren nicht mehr. Da habe ich aber ein extra Video dafür, nämlich einmal für Citavi oder für EndNote. Anschauen, sind gut, glaube ich. Und wenn Sie das machen, dann macht es wirklich Spaß. Ich mache das jetzt hier nicht, um Ihnen ein bisschen Redundanz zu sparen. Was ich Ihnen stattdessen zeige, ist das, was vielen noch Kopfzerbrechen macht, nämlich, wie kriege ich jetzt eigentlich am Anfang diese römischen Seitenzahlen hin? Jetzt geben wir dem Dokument erstmal an sich Seitenzahlen. Wir möchten die jetzt, sagen wir, oben haben, meinetwegen. Also wie geht das? Wir sagen, ich muss mal gerade eben schauen. Ja, einfügen, Seitenzahlen und wir möchten die gerne am Seitenanfang haben und zwar oben rechts. So sieht es aktuell aus. Und das ist jetzt schon problematisch für uns, weil die Abbildungsverzeichnisse sollen ja normalerweise römisch gezählt werden und erst ab dem eigentlichen Textteil, ab dem hier, ab Kapitel 1, da soll es arabisch zählen. Der Grund ist, dass dann der Dozent auf einen Blick sehen kann, okay, von 1 bis 60, dieses Dokument ist 60 Seiten lang. Und wie viele Verzeichnisse davor sind, ist egal. So, das heißt, wir brauchen hier oben andere Seitenzahlen als unten. Das geht aber in Word nicht so leicht. Ich zeige Ihnen aber gleich wie. Wir brauchen hier jetzt letztlich verschiedene Layouts. Und man kann in Word eigentlich für ein Dokument nur ein Layout vergeben. Und da hat man entweder römisch oder arabische Seitenzahlen. Wenn wir jetzt mehrere Layouts wollen, dann brauchen wir einen Abschnittswechsel. Man kann für jeden Abschnitt einen extra Layout vergeben. Jetzt machen wir mal dieses Zeichen hier an, alles anzeigen, damit wir sehen, was wir gleich einfügen. Ich füge den jetzt mal unterhalb von unserem Tabellenverzeichnis ein, weil hier ist der Wechsel von römischen Seitenzahlen zu arabischen Seitenzahlen. Also an dieser Stelle wäre der und den finden wir bei Layout, Umbrüche, Abschnittsumbruch auf die nächste Seite. Also Abschnittsumbrüche, nächste Seite. Klicke ich an. So, was ist passiert? Hier ist eine extra Zeile übrig geblieben, die nehme ich raus. Wir haben unser normales, unser Kapitel 1 und wir haben obendran unsere Abbildungs- und Tabellenverzeichnis und dazwischen steckt dieser Abschnittswechsel. Der beinhaltet eigentlich die komplette Zeile, man kann den jetzt auch verschieben und der ist gleichzeitig eben auch ein Seitenumbruch. Deswegen kann man hier drunter jetzt nicht schreiben. Da, wo der endet, ist auch automatisch die Seite zu Ende und dann geht es los mit der nächsten Seite. Was tut der? Der macht jetzt, dass ich auf der nächsten Seite, deswegen heißt der so, einen neuen Abschnitt habe. Und das sieht man folgendermaßen, wenn ich jetzt mal in die Kopfzeile doppelklicke, dann steht hier jetzt dran Kopfzeile von Abschnitt 2, ein neuer Abschnitt. Und der Abschnitt 2 zieht sich jetzt durch, auch das hier ist Abschnitt 2, auch das hier ist Abschnitt 2, weil ich habe ja nur einen Abschnittswechsel. Und dieser Wechsel zeigt uns den Wechsel von Abschnitt 2 zu, auf der aktuellen Seite, wo der Abschnittswechsel ist, Abschnitt 1. Kopfzeile Abschnitt 1 kann anders aussehen wie Abschnitt 2. Eine Sache müssen wir jetzt noch machen, weil die Kopfzeilen schielen schon immer noch aufeinander. Die Kopfzeile Abschnitt 2 imitiert jetzt ja trotzdem schon die von der ersten, vom ersten Abschnitt. Warum? Weil hier noch der Haken gesetzt ist mit vorheriger Verknüpfen. Den müssen wir rausnehmen. Jetzt sind die beiden wirklich zwei einzelne Kopfzeilen. Wenn ich jetzt was bei Abschnitt 1 ändere, in der Kopfzeile, wirkt es sich nicht mehr auf Abschnitt 2 aus und umgekehrt.
Okay. Heißt, wir machen jetzt in Abschnitt 1, können wir sagen, okay, wir brauchen eigentlich Seitenzahl, also wir sind gerade bei den Kopf- und Fußzeilentools, Seitenzahl formatieren. Die Position ist ja schon richtig, aber das Format soll noch anders sein. Und da wählen wir jetzt aus Arabisch, hier, Römisch, Entschuldigung, wir wählen aus Römisch. Und es soll anfangen bei, ist eigentlich egal, sagen wir okay, weil es fängt, ist ja eh die erste Seite, es fängt an bei 1. Wenn wir jetzt noch ein Deckblatt hätten, das haben wir eigentlich häufig, dann würde ich hier von dann noch einstellen, anfangen bei 1, weil das Deckblatt soll nicht mitzählen normalerweise. Außer der Dozent möchte explizit, dass das Deckblatt mitzählt, dann fangen Sie eben hier an mit 2. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt hier eine 1 und da eine römische 2. Und jetzt geht es hier weiter mit Arabisch bei Abschnitt 2. Allerdings noch mit der 3 grad eben. Also gehen wir auch da jetzt her und sagen Seitenzahl formatieren. Und sagen, ja, Format, Zahlenformat stimmt schon, aber fang doch bitte an bei 1. Und jetzt haben wir hier eine schöne 1. Und da oben ist es römisch. Und das Ganze können wir im Inhaltsverzeichnis auch sehen. Seitenzahlen aktualisieren. So, sehr schön. Passt wunderbar. Kann ich am Ende vom Dokument wieder machen, dann mache ich wieder einen Abschnittsumbruch und mache da von mir aus wieder meine römischen Seitenzahlen. Das ist aber optional. Also eigentlich, wenn Ihr Literaturverzeichnis dann zu Ende ist, dann wieder mit römisch anzufangen für die Anhänge zum Beispiel, kann man machen, muss man aber gar nicht unbedingt. Wenn Ihr Dozent das wünscht, dann machen Sie das. Dann müssen Sie aber von Hand halt gucken, gut, ich habe vorne 6 römische Seiten, dann muss ich unten von Hand einstellen, zähle weiter bei 7. Das müssen Sie dann selber im Blick haben. Und ich persönlich empfehle Ihnen, machen Sie das am Ende Ihrer Arbeit, diese römischen Seitenzahlen, weil wenn Sie diesen Abschnittsumbruch, den hier, normalerweise nicht sehen, man sieht ihn nicht, wenn man dieses Zeichen nicht anhat, dann laufen Sie Gefahr, dass Sie den mal aus Versehen mit löschen. Sie löschen irgendwie die Seite und dann fliegt Ihnen der Abschnittsumbruch raus und dann vermengt Sie Ihnen die beiden Abschnitte zueinander und irgendwas gewinnt und es sieht dann normalerweise nicht mehr gut aus und Sie haben die Arbeit nochmal. Deswegen, das ist eine typische Polierarbeit, das hier. Genauso wie Sie eine typische Polierarbeit haben, wenn Sie sagen, ich will hier meine Überschrift drin haben. Überschriften, wie würde das funktionieren? Naja, Sie brauchen hier oben drin irgendwie intelligenten Text, der ausliest, was die Überschrift 1 hier gerade eben ist. Sagen wir, wir wollen das nur beim eigentlichen Text, also nur bei Abschnitt 2. Wie geht es da? Naja, wir können jetzt sagen, okay, wir möchten gerne Schnellbausteine, Feld. Da drin ist es versteckt. Hier sind viele Dinge. Zum Beispiel könnte man hier last saved, also fügt den Namen der Person, die das Dokument zuletzt gespeichert hat. Das ist ganz interessant. Num Pages fügt die Anzahl der Seiten im Dokument ein. Also da erzeugt man automatisch dieses Seite 1 von 23. Das wäre das hier. Oder wann wurde es zuletzt gedruckt? Und eben auch StyleRef bezieht dich auf einen Style, auf eine Formatvorlage. Und zwar auf welche? Auf die Überschrift 1. Dann okay. Und jetzt wird hier automatisch immer der Inhalt von der Überschrift 1, die als erstes hier vorkommt, ausgeworfen. Ist noch nicht so wirklich hübsch. Wir können jetzt sagen, okay, dann machen wir ein paar Tabs rein. Also ich mache nochmal hier dieses Zeichen kurz an, dann sieht man das ein bisschen besser. Also Tab. Vielleicht nochmal ein Tab. So, jetzt ist es ganz links. Und jetzt wird hier das gezogen, weil Schnellkurs Word die erste Überschrift 1 ist. In meinem Fall kann es ja gar nicht sein, dass es zweimal auf der gleichen Seite vorkommt, weil ich immer einen Seitenumbruch habe. Hier, da noch eine. Und Sie sehen jetzt hier auch, das ist dynamisch, das ändert sich. Man sieht es da wunderbar. Jetzt ist nur noch nicht so hübsch, weil es einfach so ein bisschen nackt hier oben dran steht. Ja gut, dann vielleicht nur mit einem Doppelklick rein. Ich markiere das jetzt alles und sage noch, dass ich da doch ganz gerne einen Rahmen hätte, und zwar Rahmen unten. So, und jetzt sieht es doch langsam nach was aus. So, jetzt muss ich mal gerade eben schauen, haben wir noch irgendwas vergessen? Ich habe hier so ein kleines Cheat Sheet für mich dran. Nicht wirklich. Also bei den Überschriften, die Formatvorlagen benutzen, das wäre wirklich das Wichtigste, was Sie machen müssten. Kleinigkeit hier gerade eben noch.
Die Quelle von der Abbildung kommt nicht in die Abbildungsbeschriftung selber rein, sondern drunter. Warum? Weil das hier ja genau in dem Abbildungsverzeichnis wieder auftaucht und im Abbildungsverzeichnis sollen nicht die Quellen nochmal stehen. Deswegen kommt drunter Ihre Quelle. Und hier noch kurz zur Unterscheidung, das hat eigentlich jetzt nichts mit Word zu tun, aber wenn Sie es selber gemacht haben, dann schreiben Sie entweder drunter Quelle eigene Darstellung oder Sie schreiben gar nichts. Kann der Dozent entscheiden, ob jetzt etwas, das man selber gemacht hat, so benannt werden muss oder ob da gar nichts kommt. Wenn es nicht von Ihnen ist, dann machen Sie eben die fremde Quelle. Sagen wir, das wäre jetzt der Müller 2018, Seite 5. Und ansonsten haben Sie jetzt, wenn das wirklich nur noch in Anlehnung an wäre, kleinen Moment, bin gleich fertig, dann machen Sie in Anlehnung an, Quelle in Anlehnung an Müller. Und jetzt heißt es, Sie haben manche Sachen übernommen und andere wieder nicht. Okay, so, jetzt bin ich fast nicht gestört worden. Aber im Endeffekt, ich glaube, das Tutorial lässt sich trotzdem noch benutzen, auch wenn ich gerade rüber geguckt habe. Ich würde sagen, wenn Sie irgendwelche Fragen zu Word haben, melden Sie sich bei mir gerne. Ansonsten, in der Beschreibung von dem Video finden Sie ein Word-Dokument, bei dem diese ganzen Formatvorlagen schon definiert sind, wo schon die Kopfzeile hier definiert ist und wo Sie dann einfach direkt loslegen können. Nur wollte ich Sie nicht direkt darauf jagen, weil wenn Sie nicht wissen, was ein Abschnittsumbruch ist, wenn Sie nicht wissen, was eine Formatvorlage ist und da auf das Dokument losgelassen werden, dann geschehen Dinge, die Sie nicht verstehen und die Word auch nicht versteht und das ist nicht gut. Deswegen, wenn noch irgendwas ist, melden Sie sich gern bei mir. Aber ich glaube, Sie verstehen jetzt das neue Dokument, Sie verstehen jetzt Word besser und Sie können jetzt arbeiten, haben den Kopf frei für Ihre eigentliche Arbeit, nämlich das wissenschaftliche Dokument, das Sie schreiben. Vielen Dank fürs Zusehen.